Haag haben wir jetzt nämlich. Ich kenne Kaffee Haag. Fritz Haag, braune Berge, Riesling, Kabinett trocken. Ja, braune abgezapft. Fritz Haag ist einer der besten Produzenten in Deutschland. Wurde jetzt ausgezeichnet mit der Kollektion des Jahres durch den Guide Mio, durch Weingourmet und durch Wein Plus. Lage Braunenberg ist auch wieder im Landkreis Bern-Kastell-Wittlich. Hier unten ist es. Schöne Farbe. Ja, danke. Ist auch ein 2009er, oder? Bestimmt. Ja, 2009, 12% und 11 Euro. Mit Schrauber. Wir haben ja gerade die Diskussion oder die Frage der Woche auf meinem Blog, was der beste Verschluss ist. Wir hatten hier, 1, 2, 3 Schrauber und einen Plastikkork. Zum Wohl. Dr. Losen. Nee. Nee. Fritz Haag. Der Fritz Haag. Hui. Oh. Mhm. Pupshaufen. Nach Pups, ja. Ja. hat vielleicht einer einen Faden Max? Vielleicht war es mein Hund. Ja, wahrscheinlich. Oder sitzt bei dir. Das riecht wirklich nach Pups. Fritz Haags Pupswein. Nee? Ist das ein Weinfehler? Also nicht ein Weinfehler, um Gottes Willen, dass an der Flasche was nicht stimmt. Das ist doch ein Filter. Wie soll da ein Pups reinkommen? Das ist doch ein Filter. Wie soll da ein Pups reinkommen? Der Kork irgendwie reduktiv gewirkt hat oder so. Oder beim Abfüllen so ein bisschen leicht irgendwas mit reingekommen ist. Ja erstmal gar nicht zu probieren. Nein, das ist die Kollektion des Jahres, Kinder. Ja, wenn man denkt, die Kollektion des Jahres. Kann doch kein Pups probieren. Und der Einstiegswein riecht nach Pups. Jetzt langsam geht's weg. Ach du je. Pupsi. Heute Abend riech Fritz Haag Pupsi. Pupsi. Riecht's nochmal rein? Nach Schwenken? Mhm. So ungefähr. Ja. Lass mal doch mal hoch. Jetzt riecht bitte nochmal rein. Der schmeckt ja dauernd. Ich habe da nämlich so. Ist der Pups auch weg? Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Ich habe da so Sträucher, die ich nicht zuordnen kann. Mir fällt der Name nicht ein. Sträucher? Ist es. Ja, Gewürze oder? Nein, weißt du, blühende Sträucher. Mein Gott, der Herr, jetzt heute ist doch wieder der Garten im Wurm. Die Streusel. Ja, so Margariten. Oder ist es Flieder? Nee, Flieder ist es nicht. Ginster? Nee, aber so Jasmin ein bisschen. Ah, hab wohl das Jasmin da. Jasmin. Entschuldigung. Hab mir heute Mittag. Achso, Jasmin da. Jasmin da. Ja. Die Nase, je öfter ich schwenk und reinrichte, desto besser wird sie. Ich habe ihn ja schon probiert. Also ist so ein Pups auch mal ganz gut in der Flasche, ne? Ich glaube, das kam wirklich, weil man... Das kam wirklich, weil euer Hund einen fahren lassen hat. Ja, oder weil man den erst vorhin auf... Vielleicht hätte man den früher aufmachen müssen. Mhm. Also Entschuldigung, Herr Fritz Haag. Ja, ich entschuldige mich ja auch. Gar nicht mehr Fritz Haag. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer momentan das Weingut leitet. Es sind schon noch Haags. Aber Fritz ist wahrscheinlich der Gründer von Anno dazu mal. Familie Haag, wir wollten 1605 ihren Vorfahren nicht beleidigen mit dem Pups. Nee, also jetzt, die Nase wird immer geiler. Ist auch weg, ja. Der wird immer geiler. Der schmeckt auch immer besser. Aber das ist mir zu komplex, dafür bin ich zu sehr Amateur, um zu sagen, was ich da alles rieche. Also so, ganz deutlich Apfel und irgendein Strauch. Wie heißt denn der Strauch? Aber schmeckt gut. Sag mal, der könnte jetzt wirklich ein bisschen kälter sein, ein Deut kälter. Der hat aber richtig Wumms. Der hat richtig Wumms, richtig? Der hat und ganz schön viel Power, ziemlich viel Kraft. Auch wieder diese Salzigkeit, die ich ja mag. Mhm. Allerdings nicht so auch extrem wie der Wumms. Kein Vergleich. Aber auch grüner Apfel am Gaumen. Mhm. Aber er begeistert mich nicht. Achso. Mensch, da macht man sich so viel Mühe, ja, stellt dir hier die Mega-Weine auf den Tisch und dann begeistert es die Dame nicht. Ja, ach, es tut mir leid. Er ist gut, aber... Also ich gebe schon eine 3 für den. Der ist... Was kostet der 11? Ja, der kostet natürlich schon wieder 11 Euro. Da liegt man halt dann doch schon wieder... Ja, deswegen gehe ich nur auf 3 Freaks.
Ja, drei muss man. Kamerafrau geht auf zwei Freaks. Wenn er 8 Euro kosten würde, wie viel wäre es dann? Dann wäre ich auf 3,5 gegangen. 3 plus. 3 plus dann auch. Oder wie es auch immer heißt. Also dann gehe ich auf 3 minus. Also 3, aber 3 minus. Echt? Ja. Mhm. Ja, das kann ich schon machen. Ja, das ist schon ein sehr, sehr guter Wein, aber... Ah, jetzt kommt sie auf einmal. Nein, ich habe doch... Also verdammt jetzt noch eins. Auf einmal toll. Ich habe doch nicht gesagt, dass der Wein nicht gut ist, sondern dass ich jetzt nicht so begeistert bin, weil es mir vielleicht irgendwas jetzt... Verstehst du? Der ist... arg viel Power. Der erzeugt so einen Druck im Mund. Da dem fehlt so diese Schlankheit. Lass uns doch den Wittmann wieder hernehmen als Vergleich. Boah, für 8, wie viel? 8,25. Den holen wir jetzt aber nicht. 8,25, aber doch. Aber den nee, weil jetzt haben wir ja schon 4 Flaschen stehen. Nein, ich weiß sie nicht mehr. Ich weiß, was der Thomas sagen will, der beeindruckt weit der mehr. Beeindruckt durch seine, alle weit mehr. Durch seine Schlankheit und durch seine Mineralik und seine Finesse. Der ist ein bisschen grob im Mund. Ich finde den auch sehr... Bisschen laut. Anstrengend im Mund. Aber das könnte, obwohl, nee, das kann nicht an der Temperatur liegen, weil... Aber anstrengend ist richtig. Also der ist ein bisschen anstrengend zu trinken. Also ich sag mal Resümee. Der ist sehr gut, aber mir zu anstrengend. Fritz Haag. Damit kann ich gar nichts anfangen. Guter Wein, aber die Süße ist mir zu nah an Zucker dran. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Mhm. Der hat jetzt nicht so eine Süße wie jetzt der erste zum Beispiel oder wie der Südtiroler Goldmuskateller oder auch ein Süßwein, sondern die wirkt so direkt so wie das die zugegeben. Süße so in Separé einfach so. Ja, das so. Ist so zu sehr an Wein mit Zucker. Eigentlich als ob man in den Wein Zucker gemacht hätte. Schon ein bisschen, gell? Ja. Gottes Willen, das gibt, da kriegen wir Haue dafür. Das ist mein Tagessieger, Dr. Loesen Riesling Trocken, vor allem für 6,75 Euro. Ja. Den fand ich super, weil der ist schlank. Und der hier, das ist ein Wein, der irrsinnig viel Spaß macht. Mhm. Gerade so im Sommer draußen so gemütlich sitzen, mit dieser ganz leichten Restsüße, deswegen feinherb. 6,25 oder was habe ich gesagt? Ja. Auch ein Schnäppchen. Oder 75. Nee, 75 war der. 6,75 und der 6,25. Okay. Nee, auf keinen Fall. Jetzt mache ich hier wieder mein iPad an. Nee, lass mal. Mach einen auf Angeber. Ich will da nicht hier stehen. Also die zwei. Was vom Margaretenhof? Ja. Der ist gar nicht vom Herrn Ilgen. Tut mir leid. Also ich warte mal ab. Der ist vom Herrn Ilgen, glaube ich. Warte mal auf die. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich warte mal die nächsten 4 Rieslinge noch ab. Und. Dann kann ich mich an die nicht mehr erinnern. Ah, doch. Also ich. Doch. Ich bestelle den Dr. Loesen. Vor allem, ich finde. Den Herrn Loesen auch so sympathisch. Ich kenne ja nur aus Videos. Ja, aber ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen, ich habe da ein bisschen Angst, wenn ich einen Dr. Loesen trinke, habe ich immer Angst, dass ich vielleicht mit einem... Wie? Ja. Wie? So Arzt und so hat man da ja so, wenn man Doktor hört. Ja, das heißt wahrscheinlich Doktor seit Urzeiten. Also zum Beispiel Fritz Haag seit 1605. Besonders du mit deiner Arztphobie. Herr Doktor. Herr Doktor Wissens. Herr Doktor. Also auf jeden Fall, wir hatten heute keinen Rüppesheimer Nierentritt. Kein Nordheimer Vögeli, sondern Rieslinge von der Mosel. Durchweg sehr gut. Ja, auch wenn nicht jeder direkt unseren Geschmack traf. Ja. Ich bin zufrieden und demnächst geht es dann weiter. Ja. Ja. Lass doch den Schwager auch noch was sagen. Ja, sag doch mal was. Nee, Schwager. Was soll ich noch sagen? Alles ist gesagt. Heute waren wir uns alle einig. Der und der. Haben uns eigentlich alle überzeugt. Auch die Kamerafrau. Der hier, der ist durchaus so auch ein... der ist chilly irgendwie, chillig, der ist irgendwie der krass. Ist crazy, der ist crazy, den versteht man gar nicht. Der verwirrt einen auch. Ja, also ich bin davon überfordert. Ja. Und der Fritz Haag... Der hat uns überfordert. Der ist mir zu... Der hat uns überfordert einfach. Der war uns das hat er entwickelt zu viel Druck im Mund. Weißt du, da fehlt mir dieses, ach, gib mir noch ein Gläschen. Genau. Dass wir, wie du stehst jetzt nach dem einen schon. Mhm. Okay. Gut. Egal, also bei Riesling gilt absolut, dass ich ein Amateur bin. Ich kenne noch nicht viele. Für die beiden gilt das Gleiche. Ihr seid auch Amateure und gemeinsam entdecken wir den Wein.